Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, in der letzten Folge, ich glaube in der Folge davor, haben wir die Quest endlich erledigt und sind hier zurück zum Seehafen gegangen. Myla hat das erste Mal was gegessen, hat wahrscheinlich das erste Mal geschlafen, ist zum ersten Mal am Klo gegangen. Das hat man uns natürlich nicht gezeigt, aber ich bin mir ziemlich sicher. Und naja, wir sind jetzt auf dem Weg zum Dorf Niakera. Dann ist wahrscheinlich das Dorf, was Alvin mal auf dem Weg zu der Eigenquest erwähnt hat. Aber es ist ein Skit aufgeploppt. Und das gucken wir uns erstmal an. Schleichende Erkenntnis. Mit Erkenntnis nämlich ist mit 2 ist geschrieben. Maxwell? She does act a bit nutty, but she looks normal enough. I think it's true. When I first met her, Mila had the 4 great spirits with her. What? Get out of here. No, seriously. Fire spirit Efreet, water spirit Undine, wind spirit Sylph, and earth spirit Gnome. It was the first time I'd ever seen them in person, but there was no mistaking who they were. That's a mighty exclusive club. Can't imagine they hang out with a lot of mortal girls. Yeah. Weiß man noch nicht. Ja. Ja, die Geister kenne ich natürlich auch. Das liegt daran, ich habe nicht nur Tales of the Abyss, Symphonia 2 und Graces gezockt. Graces F. Ich habe auch ein bisschen Tales of Phantasia angezockt damals, vor ein paar Jahren. Etc. Innere und äußere Werte. Aber da bin ich irgendwann nicht mehr weitergegangen und dann habe ich aufgehört. Was ich ein bisschen schade fand. So, innere und äußere Werte, etc. Oops. Gotta straighten my scarf. You sure do love that thing. Don't you? It's one of Fismage's finest. Custom made for yours truly. I don't know much about brands, but it does look good on you. You gotta be careful about what you wear, kid. It's how the world judges a man. I'd rather think what's inside is what counts. Yeah, and this is how what's inside gets projected to the outside. You don't believe some people shape what's outside in order to conceal the ugliness within? Well, if you can't see through a false front, isn't that your problem? So you blame the victims for being deceived? If that's really what you believe, Alvin, it tells me all I need to know about what's within. Man, I sure slipped up this time, huh? Vom Charakter her mag ich ihn, aber ich traue ihm noch nicht. Er sieht aus wie Eisen aus Bleach, das sagt schon genug. So, was wollte ich nochmal zeigen? Ich habe mal bei Bibliothek, glaube ich, ja, Apiplaudereien angesehen und die kann man sich ja alle mir da angucken. Und meine Frage ist, manchmal ist es ja so, dass wenn man zu schnell von einem Ort zum anderen geht, einige Skits, naja, übersprungen werden und man die nicht zu Gesicht bekommt. So, ich frage mich jetzt, dass wenn das bei mir der Fall ist, wenn ich zu schnell von einem Ort zum anderen gehe, dass, was rede ich hier eigentlich? Ich habe die letzten 2-3 Parts nur mit Kämpfen verbracht. Also bei mir wird das bestimmt nicht passieren, aber wenn es mal passieren würde, sind dann hier die Quests, die Skits angezeigt und kann man die sich dann angucken, wenn man sie verpasst hat? Da wäre nämlich richtig toll. Also bei den Haupt-Skits jedenfalls. So, wir haben genug gekämpft in den letzten Parts. Ich muss nicht noch mal hier so lange mit Kämpfen verbringen. Gehen wir erstmal weiter. Die 4. Walking sure is grueling. That's unexpected coming from you. I'm just used to having Sylph fly me everywhere. The only time I ever really walked was when I used Undine to travel across water. I see. Maybe this is your punishment for treating the 4 great spirits like your personal servants? Servants? They may help out now and then, but they're the ones who pester me. They're like a bunch of bickering in-laws that never go home. Did you just call the 4 bickering in-laws? Geil. Naja, Maxwell halt. Die steht über denen, ne? Man kann sie reden, wie sie will. Ich glaube, die ist die Einzige, die so mit denen reden darf. Auch aktuell besitzt 15. Achso. Hä? Habe ich jetzt 16? Nee. Da war einer drin und im aktuellen Besitz waren 15 oder wie? Oh. Wir haben schwarze Feder. So, ich denk mal, ich muss hier lang, weil hier hat uns Alvin angesprochen, dass hier in der Nähe ein Dorf ist. Deswegen glaube ich, dass hier der richtige Weg ist. Prima Klima. Compared to Fenmont's night climb,
The sky in Azul sure is bright. That's true. The spirit climbs here are much more stable. What are you talking about? What do you intend to climb? C-L-I-M-E. Surely the great Lady Maxwell knows all about the subject? Don't flatter yourself by assuming I recognize every arbitrary word you humans create. Human arrogance can be so trying. Mila, do you know what Riza Maxia is made of? As if I wouldn't know? The power of spirits composes the entire natural world. Right. The term spirit climb refers to the balance of spirit power. When that power is out of balance, nature can become polarized in one direction. That's why there are unusual spirit climbs, like the perpetual night of Fenmont. I see. Thank you. Now I understand. You're very good at explaining things. My pleasure. Oh, was a doctor alt. I guess I'm just an arrogant human compared to little old innocent Jude. Ich mag ihn vom Charakter, aber ich traue ihm wirklich noch nicht. Hamill, östlicher Bezirk. Das ist nicht das Dorf, wo wir hin müssen. So. Hier ist ein neues Gebiet, hier kann ich ab und zu mal kämpfen. Boah, lass mich in Ruhe. Komm her! Und Elwin! Zack, bam, 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 bam. Und wir machen das Kampf jetzt so richtig Laune. Und ich werde auch versuchen, mit so vielen Charakteren wie möglich zu spielen. Nicht mal mit denselben. Weil ich will auch herausgehen, wie die anderen sich steuern lassen und so. Ich bin sowieso allgemein nicht der Typ, der nur den Hauptcharakter so spielt. Außer es ist wirklich der einzige Charakter, der sich gut steuern lässt. Oh, okay. Ach ja, wir haben ja im letzten Part was gegessen. Das hält immer noch. Oh. Bestien-Dom. Okay. Wir sind unübersichtlich. War ich nicht hier schon? Dann gehen wir mal von. Komm her. Dann gehen wir mal von rechts nach oben. Demetrius, Demetrius, Demetrius. Aua, ey. Der Zack. Ich kann es nur oft genug sagen, das Kind kämpft so cool. Keine Ahnung. Erinnert mich noch nicht mal an irgendjemanden. Oh nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder auf die Hände. Guck mir doch nicht mal meine Hände weg. So. Truhe. Rahmenschmerzfeder. Ich finde hier nur Materialien. Oh, da ist ein Sack. Den habe ich übersehen. Muss ich sofort zurückgehen. Zack. Da ist eine Truhe. Durchbau auf dem Rückweg. Ja, ich möchte jetzt nicht hier wieder zu viele Kämpfe in einem Part reinballern. Deswegen versuche ich hier nicht jeden Gegner fertig zu machen. Auch wenn ich voll Bock dazu hätte. Kann es nicht mehr tragen. Abwerfen. Nur so. Eine schöne Feder. Ach, davon können wir mehr als nur. Okay, mehr als nur 15 mitschleppen, das ist gut. Dann ist ein Speicherpunkt. Und Spinnennetz. Geh weg! Lass mich in Ruhe. Ich möchte nicht gegen alle kämpfen. Von denen. Verdammt! Und hat das geklappt? Jawohl. So, Mila. So, ich will mal was versuchen. Oh. Und lass mich wieder nach oben. Bleib nach oben an. Mann, Jude, geh mal nach hinten. Oh. Geh mal nach hinten, Jude. So, und jetzt. In der Luft. Die kann ihre Angriff in der Luft einsetzen. Das wollte ich eigentlich letztens schon machen, aber das hat nicht geklappt. Okay, hätten wir das erledigt. Habe ich wieder was Neues gelernt. Und das was? Kupfererz. Nein, Baum. Okay. Warum nicht? So, hier ist nichts mehr. Ist hier in den Bäumen irgendwas? Boah, was hat der denn für einen epileptischen Anfall?
Ich will den Baum abknutschen. Spinnennetze. Da ist eine Truhe. Da ist die Truhe, die ich bringe. So, ich versuche mal noch herauszufinden, was diese Dinger hier auf der Karte bedeuten. Symbolschlüssel. Beutesack, okay. Ach, hier ist eine Wahrscheinlichkeit, dass so ein Sack auftaucht. Ach nee, da war einer, oder? Ja, die regenerieren sich immer wieder, kann das sein? Das ist gut zu wissen. Dann kriegt man ja wie bekloppt hier Material in den Rachen geschoben. Nicht, dass ich was dagegen hätte, aber naja. So, Hammel, östlicher Bezirk. Ach, das ist gar nicht das Dorf. Das ist, sie will ja zu ihrem Schrein oder so, hat sie gesagt. Das ist das hier noch nicht. Wow, that's an impressive amount of fruit. I'm catching a whiff of cider. Oh, they must have orchards here. Well, well, well. We don't get many visitors here. Do you live here, ma'am? I would hope so. I'm the mayor. Is this the right road to Niakara? Niakara? Now that's a name I haven't heard in ages. What do you mean? It's what people called a long-forgotten village. I don't even know if it still exists. I heard tales of the village as a child. People claimed it lies beyond the Kijara Sea Falls. Where can we find it? You'll need to cross some seriously rugged terrain to get there. It won't be an easy journey. In that case, we should probably rest here before heading on. Agreed. I'm afraid our little village doesn't have an inn. Not much call for one. But I have an extra room in my house. You're welcome to use it if you like. Thank you for your hospitality, ma'am. Erste Regel im japanischen Rollenspiel. Jede Stadt muss ein Gasthaus haben oder einen Ort zum Übernachten. Das geht nicht. Mann. Direkt aufhören mit dem Let's Play. Ich bin voll enttäuscht. Nein. Der perfekte Katalysator. So, why bother taking human form at all? Spirits are really just masses of mana. They can't interact with the temporal world in that state. For a spirit to take physical form, it needs a catalyst of a corresponding element. As an example, the fire spirit of Freak can take form as a blazing inferno. And as Maxwell, you can be any element, right? The human body contains all four elements, so it's the perfect catalyst for me to take a physical form. What would happen if you lost your catalyst? I would gather elements to make a new one, but I'd have to wait for it to grow up. Grow up? You mean you start as a baby? It's time-consuming, but if you want to use a human form as a catalyst, you have to wait for the body to develop. So even the Lord of Spirits isn't omnipotent? Not in this human realm, anyway. Let's just be grateful she didn't go with the male model, eh? Wouldn't bother me. Oh, you swing both ways? That's not what I meant. Oh mein Gott. Warum? Warum? So. Ich weiß nicht, was ich hier noch machen sollte. Oh, mal drei. Oh. Zack. Der Waffenladen hat neue Objekte. Rabatte, hä? Ach, da wird. Ach, das ist doch nicht pro Stadt immer. Okay. Nehmen wir mal hier. Da kommt hier. Und ein Betäubungsarmreif. Habe ich noch mehr? Was habe ich denn erstmal? Oh, sehe gerade, der Part ist vorbei. Na gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao. Ich meine, ciao.